So, und da sind wir schon bei Teil 2. Wir spielen nochmal TDM und zwar Sumpfabsturzstelle auf Endor. Und ich freue mich riesig auf Endor, weil ich habe es halt in den Videos vorher gesehen und dieser Wald, der sieht halt total, der ist halt echt total geil gemacht. Also, da muss ich sagen, echt großen Respekt da an Dice. Trotz dass, also der sieht ja so gut aus. Ich habe übrigens, meine Grafik ist nur auf hoch eingestellt. Ultra wird es erst geben, wenn ich meinen neuen PC habe. Aber trotz dass er eigentlich so gut aussieht, braucht man gar nicht so viel PC-Leistung. Also das finde ich echt klasse. Also top. Das nur mal so nebenbei gesagt. Ah, da ist sich da versteckt, einfach so. Boah. So ein Drohnendingen. Kann man wohl hier auch irgendwie sitzen. Ich klicke immer auf meine Taste, weil ich den Jetpack aktivieren möchte, aber den habe ich ja noch gar nicht. Übrigens spielen wir ja gerade schon wieder Rebellen, ne? Fällt mir gerade so auf. Vogel. Vogel. Wo man denn hier? Wo man denn hier lang? Hier lang. Oh, da ist einer, der die dicke Deluxe hat. Bei die DL44 oder 40? DL44, 40? Bekannt von Han Solo. Oder Han Solos Waffe. Die war direkt bei der Digital Deluxe dabei. Und ist von Anfang an freigeschaltet. Aber ich dachte mir, ach, ich erkämpfe mir lieber alles. Die 10 Euro kann ich mir sparen. Boah, hat er mir eine gegeben. Ah, und tschüss. Haha. Oh, 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 ich. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das war knapp. Dem mal eine gegeben. Und wir haben Rang 3 erreicht. Wir haben einen Druiden. Was der wo macht? Wir werden es rausfinden. Wir packen den einfach mal hier so hin. Schauen einfach mal. Hat der irgendwas? Oh, nicht umfallen. Nicht umfallen.
Da ist uns hinterhergerannt. Uns mal bei dem Partner ab. Na, komm. Ah, zwei waren dann doch zu viel. Ich merke langsam. Das Spiel, meine Freunde, hat echt Suchtpotenzial. Ihr könnt gerne mal mir zukommen lassen, also schreibt in die Kommentare oder schreibt mir eine Privatnachricht, wie auch immer. Oder schreibt es mir bei Facebook rein oder was auch immer. Oder wo auch immer. Was ihr euch vielleicht wünscht. Vielleicht wünscht ihr ja mal, ey, spiel mal, keine Ahnung, Walker Assault, also Kampfläufer, auf, keine Ahnung, auf Tatooine oder so. Dann mache ich das gerne. Für euch. Oh. Zu spät. Aufgemacht, das Dingen. Oh, hier oben. Die Drohne wieder. Boah, der ist ganz schön stark. Was? Mal Imploder. So heftig das Ding. Zack, war ich weg. Was war das denn? Was das denn für ein komisches Vieh? Habt ihr das gesehen? Hier ist eine Falle von den Ewoks. Da sind sogar Droiden drin. Sehr geil. Sind sie denn? Aber so wie es aussieht, verlieren wir das Ding. Öffnet doch das Ding. Ah, schade, leider verloren. Aber trotzdem, hey, 15-10. Es bessert sich. Ja, sehr, sehr geil. Weiße Kills mit Sprengsätzen. Nein, Spaß.
und Rang 3 erreicht. Meister auf Herausforderung. Okay. Ja, dann hier verlassen. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch diese Premiere von Star Wars Battlefront gefallen hat, dann lasst mir da auf jeden Fall ein Like da. Oder abonniert mich weiter oder zeigt es euren Freunden, die auch Star Wars begeistert sind. Und also ich kann jetzt nur nach 2 Runden sagen, der Kauf hat sich jetzt schon definitiv gelohnt. Und ich empfehle es auf jeden Fall euch auch, dieses Spiel euch zu besorgen. Ich will da keine Werbung. Nee, mache ich gerade Werbung? Nein. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Also ich, wer Star Wars mag, mag auch dieses Spiel. Punkt. Egal, ob für PlayStation, für Xbox oder für den PC. Es macht, denke ich mal, auf allen Plattformen Spaß. Und ja, die nächsten Tage werden immer mal so ein paar Videos kommen. Und ich werde auch versuchen, bis zum Wochenende mal hinzubekommen. So ein, ja, wie soll ich sagen, ein Video herzustellen, wo mal Eindrücke auf allen Karten sind, also wirklich auf Tatooine, Endor haben wir jetzt auch schon gesehen, halt alles das, was man hier so sieht. Ich werde mal Jägerstaffel spielen, ein bisschen rumfliegen und mal gucken, was es so an Helden noch gibt, zum Beispiel den Imperator oder Han Solo. Da werde ich mal gucken, ob ich da ein paar Videos oder Aufnahmen hinkriege. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall reinschaltet. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.